Wenn die Sonne über dem größten von Menschenhand geschaffenen Wald aufgeht, erwachen 3,9 Millionen Einwohner in einer Landschaft aus Wolkenkratzern, mehrspurigen Autobahnen und einer erstklassigen Infrastruktur, dem Herzstück einer auf Unternehmergeist gegründeten Stadt. Johannesburg, Joburg, Josie. Das ist die Stadt des Goldes. Willkommen in einer dynamischen Weltstadt, wo jeder Tag ein Erlebnis ist, wo Geschäftsleidenschaft und ein sicheres Gespür für gute Gelegenheiten genauso dazugehören wie Vuvuzelas, Modefans und Weltreisende. Diese Stadt weiß, was sie will. Hier vermischen sich afrikanisches Flair und innovative internationale Trends. Sie erleben eine moderne, anspruchsvolle, fortschrittliche Stadt mit einer eindeutig afrikanischen Prägung. Es lohnt sich, in diese Stadt einzutauchen und durch eine Vielfalt an Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten, Restaurants, Märkten und Cafés ein Fest für die Sinne zu erleben. Geschäftlich mischt Johannesburg ganz vorne mit. Sie haben die Auswahl zwischen 130 hochmodern ausgestatteten Konferenzeinrichtungen, ausgerichtet auf Spitzentreffen in kleinem Rahmen, bis hin zu riesigen internationalen Versammlungen, Kongressen, Konzerten und Sportveranstaltungen. Die vier größten Kongresszentren Südafrikas, das Sandton Convention Center, The Dome, Gallagher Estate und das MTN Expo Center, sind jeweils für mehr als 5000 Delegierte konzipiert, was beweist, dass Johannesburg nicht nur Ziel vielseitiger Geschäftsaktivitäten ist, sondern auch Südafrikas Mega-Event-Spezialist. Wie alle Südafrikaner sind auch die Bewohner Johannesburgs total sportverrückt. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass in den großen Stadien wie dem Wanderers Stadion, Ellis Park, dem Orlando Stadion und unserem großen FNB Stadion einige der wichtigsten und unvergesslichsten Sportveranstaltungen der Welt stattfanden. Beim Rugby World Cup, bei der Cricket Weltmeisterschaft, beim Joburg Open Golf Tournament, dem SA Tennis Open und bei der FIFA WM 2010 waren die Weltklasse-Stadien unserer Stadt gefüllt mit begeisterten Fans, die mitlitten und mitjubelten. Jeder Try, jeder Wicket, jeder atemberaubend schnelle Tennisaufschlag, jedes geschichtsträchtige Tor beweist, dass die Kombination von Johannesburg und Sport unschlagbar ist. Unser FNB-Stadion, das früher als Soccer City bekannt war, ist mit 94.000 Plätzen das größte in Afrika. Vom Model bis zum Manager, vom Fußballstar bis zum Fan. In Joburg sind alle Gäste willkommen. Wir waren sowohl Gastgeber für den Miss World Wettbewerb als auch für die International Premier League Cricket, den Confederations Cup und die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir organisieren weiterhin beeindruckende Mega-Events wie die SoccerX-Ausstellung und Meetings Africa, dem Highlight für Geschäftsreiseveranstalter. In Anerkennung Ihrer Bemühungen, Joburg zur dynamischen Geschäfts- und Lifestyle-Metropole zu machen, wurden der Johannesburg Tourism Company zahlreiche Auszeichnungen im In- und Ausland verliehen. Dazu gehören der internationale World Tourism Award für die führende Tourismuskommission im Bereich Afrika, Indischer Ozean, sowie der begehrte PMR Africa Diamond Arrow Award, den das Unternehmen gleich zweimal nacheinander gewann. Die Menschen in Johannesburg sind freundlich, aufgeschlossen und meist jugendlich. Dynamische, aktive, unternehmungsbereite Individuen verwandeln als Gemeinschaft die Stadt in einen Großstadtspielplatz, ein Mekka an kultureller Unterhaltung, das seinem eigenen Rhythmus folgt und ein großartiges Angebot an Musik, Theater, Kultur und Lifestyle-Events bietet. Joburg ist ein Modetrendsetter, wo Modefans zeigen, was sie drauf haben und Designer sich von einem scheinbar unbegrenzten Angebot aus miteinander verschmelzenden, eklektischen Einflüssen inspirieren lassen. African Fashion Week wählte diese Stadt als ihr Venue. Eine große Ehre und gleichzeitig ein Beweis dafür, dass Joburg wirklich die Modemetropole Afrikas ist. Die Menschen hier arbeiten so besessen, wie sie spielen. Deshalb ist ein bisschen Auszeit in einem der luxuriösen Wellness- oder holistischen Heilzentren für die führenden Köpfe der Stadt besonders wichtig. Falls Ihnen eine Massage nicht so liegt, können Sie auf einem der mehr als 30 erstklassigen Golfplätze Ihrem Handy- und Terminplan entfliehen. Ganz gleich, welchen Golfplatz Sie wählen, Sie spielen garantiert in Style. Wenn es um Transport in und um Johannesburg geht, sind nach oben keine Grenzen gesetzt.
4 Flughäfen stehen Ihnen zur Wahl: Lanseria, Grand Airport, Grand Central oder OR Tambo, der verkehrsreichste Flughafen Afrikas, wo jährlich 11 Millionen Menschen mit internationalen, regionalen, Inlands- und Charterflügen ankommen oder abreisen. Mit 55 Fluggesellschaften aus allen 5 Kontinenten und 10 einheimischen Fluglinien ist OR Tambo der Transportknotenpunkt des südlichen Afrikas. Der Gautrain, der erste Hochgeschwindigkeitszug in Afrika, das weitläufige Busverkehrsnetz Reavaya sowie das Bus Rapid Transport System, kombiniert mit erstklassigen, vielspurigen Autobahnen und Straßen, bieten unseren Besuchern alle Möglichkeiten. Reisen Sie per Flugzeug, Bahn, Bus oder Auto. Sie haben die Wahl. Wohin Sie auch möchten, wir helfen Ihnen dabei. Hier stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Suchen, spielen, bleiben. Joburg bietet Ihnen eine Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Johannesburg, ein Synonym für Qualität und Erschwinglichkeit, ist sowohl für Urlauber als auch für Geschäftsleute ein beliebtes Ziel. In den letzten 120 Jahren hat sich Johannesburg aus einer Goldgräbersiedlung in eine dynamische Großstadt verwandelt, die sich auf der Weltbühne behaupten kann und dennoch ihre afrikanischen Wurzeln nicht verleugnet. Josie, wie die Stadt hier liebevoll genannt wird, ist erwachsen geworden. Wer clever genug ist, eine gute Gelegenheit zu erkennen und beim Schopfe zu packen, der erfährt, dass in dieser Stadt, in der Arbeit zum Spiel wird, die Straßen auch mit Gold gepflastert sind.